Great, so welcome back everybody. Oh, also herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, das Mittag war erholsam und Sie haben alle das leckere Mittagessen genossen, die Heinrich-Böll-Stiftung angeboten hat, oder auch zu Hause gut Mittag gegessen. Also herzlich willkommen zurück. Vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung. Wir hatten eine sehr intensive Einführung in die Digitalisierung der Grenzen und Grenzkontrolle durch Miria Georgiou heute Morgen. Dann haben wir über die EU-Gesetzgebung, den EU-Pakt zur Migration und Asyl gesprochen und die Digitalisierung, also das KI-Gesetz in dem Zusammenhang. Und wir haben bereits einige der Kontinuitäten im kolonialen Denken angerissen, auch die Abgrenzung von anderen, die in der gegenwärtigen Praxis geschieht und auch in der Gesetzgebung zur Migration. Und wir haben auch über das parallele Rechtssystem gesprochen, also die ganzen Ausnahmen, die es gibt, und haben aber auch versucht, eine positive Vision der Migration zu sehen, dass man das vielleicht stärker betont und das aber auch hinterfragt. Jetzt haben wir das zweite Panel, das koloniale Erbe der Grenzdigitalisierung, und ich freue mich, Dr. Pinlin Lau begrüßen zu dürfen. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und Professorin für Biorecht an der Brunel-Universität in London, und sie hat mit komparativem Gesetz im Bereich Genomeditierung und auch KI-Systemen zu tun. Pinlin Lau hat extensiv zum Thema KI und Frauenrechte, Frauengesundheit veröffentlicht, und da geht es um KI im Gesundheitssektor, auch mit der Auswirkung auf die Gesundheit von marginalisierten Gruppen. Dann haben wir hier Professor Mirka Maggiano, Professorin für Medien- und Kommunikations- und Kulturwissenschaften an der Goldsmiths University of London. Gegenwärtig forscht sie zu den sozialen Auswirkungen der Kommunikationstechnologie, Infrastruktur und auch KI im allen Kontext und insbesondere auch im Zusammenhang mit Migration und humanitären Notfällen. Mirkas Buch Technokolonialismus und Technologie zum Guten oder Schädlich betrachtet den Einsatz dieser Technologie für menschliche Zwecke, und das kann auch zur Verlängerung von Schädigungen führen. Last but not least, Dr. Michelle Pfeiffer, Postdoktorand im Forschungsprojekt Artificial Intelligence, Emerging Technologies and Social Change an der TU Dresden. Und sie befasst sich auch mit Gender und Studien und auch mit dem Thema Migration mit Fokus auf das postkoloniale Europa. Michelle arbeitet gegenwärtig an einem Buch mit dem Titel Daten in Bewegung. Dieses Buch wird sich befassen mit Algorithmen und Medieninfrastrukturen, wie sie für die Migrationskontrolle verwandt werden kann. Bitte begrüßen Sie mit mir zusammen die drei Expertinnen auf dem Podium. Thank you. So I'm really also vielen Dank. Ich freue mich jetzt, noch einige der Termini von heute Morgen aufgreifen zu können. Und ein wichtiger Terminus, der sehr früh in der Präsentation tauchte, ist der Technokolonialismus. Ein Terminus, den Sie, Mirka, auch benutzen. Und ich freue mich darauf, mehr darüber zu hören, woher dieser Terminus kommt und auch die Forschung dazu und wie sich dieser Terminus entwickelt hat. Ich glaube, wir haben hier auch Folien dazu. Gut, vielen Dank. Vielen Dank auch an Ines, Francesca und all die anderen OrganisatorInnen. Es ist großartig, hier zu sein. Und ich habe heute beim vorherigen Panel schon gehört, dass MigrantInnen, die in Italien ankommen, gezwungen worden sind, durch Anwendung von Gewalt ihre biometrischen Daten abzugeben. Das Buch, das Sie gerade angesprochen haben, das in einigen Monaten veröffentlicht werden wird, fängt mit einem ähnlichen Beispiel an in einem Rohingya-Lager in Bangladesch, wo seit 2017 beinahe 1 Million Rohingya leben. Und was dort passiert ist, dass sie
gezwungen worden sind, biometrische Daten abzugeben. Und sie haben aber ihre Bedenken dahingehend geäußert, auch deutlich geäußert, weil sie Angst hatten, dass die Daten mit Myanmar geteilt werden, dass diese Daten für eine Rückführung genutzt werden können, bevor es sicher für sie ist, nach Myanmar zurückzukehren. Und natürlich hatten sie auch die Sorge, dass das digitale Identitätssystem nicht quasi sagt, dass sie Rohingya sind, sondern sie einfach als Staatsbürger Myanmars betrachtet. Also da gab es Gegenwehr im Camp und die bangladeschische Regierung hat daraufhin die Polizei dorthin geschickt, die sie diesen Aufruhr niedergeschlagen hat sozusagen und gesagt hat, na, das ist doch aber alles normal, also die biometrischen Daten abzugeben. Und das ist nur ein Beispiel, das wollte ich eigentlich gar nicht ansprechen, aber das, was hier heute Morgen gesprochen wurde, steht damit in Zusammenhang. Denn es ist ein Beispiel für die Gewalt, die mit einigen dieser Verfahren einhergehen. Also sowohl symbolische als auch praktische physische Gewalt. Also über die Jahre hinweg habe ich die Nutzung der digitalen Technologien, der Datennutzung und KI studiert in Reaktion auf menschliche Katastrophen oder Notsituationen, insbesondere auch im Zusammenhang mit Geflüchteten. Und wie wir bereits heute Morgen gehört haben, wir sehen diese starke Einbindung in Daten und Verknüpfung von humanitärer Arbeit mit Daten. Also wenn man mit dem UNHCR in Kontakt kommt, dann geht es sofort auch um biometrische Daten, und Blockchains, da gibt es verschiedene Anwendungen natürlich. Es geht nicht nur um die Registrierung, sondern diese Daten werden auch genutzt, um Hilfe zu verteilen. Und es gibt auch Hilfen, die in Kryptowährungen verteilt werden. So, und auch, um es zu erleichtern, zu entscheiden, wer soll Hilfe bekommen und wer nicht. Dann Chatbots, um für Flüchtlinge, um mit ihnen zu kommunizieren und auch Menschen in Flüchtlingscamps mit posttraumatischem Belastungssyndrom zu behandeln, als wenn sie nicht noch immer traumatisiert werden würden. Also, um diese Praktiken zu verstehen, habe ich dieses Wort des Technokolonialismus in den vergangenen Jahren entwickelt. Und das ist auch der Titel meines kommenden Buches. Wie gesagt, das erscheint in einigen Monaten. Und ich habe diese Prozesse in einer Reihe von Projekten untersucht. Da will ich nicht zu viel Zeit drauf verwenden und Details nennen. Aber ich spreche dabei mit Menschen, die in humanitären Organisationen arbeiten, aber auch Geldgebern, RegierungsvertreterInnen, UnternehmerInnen, RepräsentantInnen von Digitalunternehmen, Freiwilligen und auch natürlich mit den Betroffenen selbst. Und mein Argument ist, dass die digitale Innovation, die Daten und KI die Machtasymmetrien noch verfestigen und auch Ungleichheiten noch verfestigen zwischen dem globalen Norden und Süden. Das ist natürlich auch ein problematischer Terminus, aber den verwende ich jetzt trotzdem an dieser Stelle, weil mir jetzt einfach kein besserer Terminus einfällt. Also der Kolonialismus bezieht sich hierauf, dass die KI und Daten die bestehenden Asymmetrien verfestigt und neue Formen der Gewalt, der strukturellen Gewalt fördern zwischen Geflüchteten und anderen betroffenen Gemeinden. Und auch den Hilfegebern, aber auch die in den globalen Beziehungen allgemein. Das heißt, Technokolonialismus zeigt auch, wie die Marktkräfte, die Behörden und die Regierungen zusammenkommen, um hier koloniale Beziehungsstrukturen zu verfestigen. Also ich spreche jetzt nicht über den digitalen Kapitalismus alleine. Es geht nicht nur um Technologieunternehmen, sondern es geht auch darum, dass man sich die Beziehungen anschaut zwischen Staaten und der humanitären Bürokratie und den Marktkräften. Das alles kommt zusammen und führt letztendlich zu diesen Formen der Gewalt. Und diese verfestigen diese kolonialen Strukturen. Also Technokolonialismus beinhaltet diese Vertreibung, Humanitarismus und andere Aspekte des
Kolonialismus. Also schauen wir uns mal den Humanitarismus oder Humanitarianism an. Das können wir auf der kommenden Folie machen. Und das steht natürlich im Zusammenhang mit der Kolonialgeschichte. Also das ist verwurzelt in der kolonialen Expansion im 17. und 18. Jahrhundert. Und das ist Ausdruck einer natürlichen Menschlichseins und dem Leid, also diese strukturellen Asymmetrien zwischen den Gebern, humanitären Helfenden und auch den Empfängern von Hilfen, reproduziert diese koloniale Beziehung oder soziale Ordnung, die quasi ganze Imperien geformt haben. Und dieses Bestreben, etwas Gutes zu tun, verschleiert das manchmal. Und es verschleiert auch die Entwicklung und die humanitäre Hilfe, dass dies letztendlich dem Norden auch zugute kommt. Also es ist eine Reproduktion dieser ungleichen Beziehungen zwischen den westlichen Rettern und den leidenden ehemaligen kolonialen Subjekten. Und die Technologie in diesem Zusammenhang ist ebenfalls so tief verwurzelt. Auch die Wissenschaft war eingebunden in diese Mission des Kolonialismus. Sie wurde also genutzt, um die koloniale Herrschaft zu rechtfertigen. Und Wissenschaft wurde auch genutzt, um diesen Kolonialismus den Weg zu ebnen. Und die Systeme der Klassifizierung, auf denen auch die biometrischen Daten dann beruhen oder benutzt werden, spielen da rein. Und auch die KI, also dieses Messen, Klassifizieren und so weiter, das wurde ja ursprünglich von den imperialen Mächten entwickelt, um die kolonialen Subjekte zu kontrollieren. Und das finden wir hier wieder. Und das wurde ja heute schon genannt. Wenn wir uns beispielsweise die Fingerabdrücke anschauen, da können wir auf die nächste Folie gehen, also das Thema Fingerabdrücke, das wurde von den Kolonialmächten, können wir bitte zur nächsten Folie? Danke. Das wurde also von den Kolonialmächten genutzt, um gegen Betrug vorzugehen. In Indien in diesem Falle, also von der britischen Verwaltung. Und es ist kein Zufall, dass diese gleiche Herangehensweise auch gegenwärtig zu finden ist, also in Flüchtlingslagern. Da geht es eben vorgeblich darum, dass die Geflüchteten nicht zweimal Hilfe bekommen beispielsweise, also dieser Betrug auf sehr niedriger Ebene. Und wenn es aber diese Verdächtigungen gibt, dann führt das natürlich zu einem gewissen Design in der Technologie. Also man will quasi die Betrüger fassen und das ist dann schon grundlegend so angelegt. Aber was man hier auch sagen muss, ist, dass die Klassifizierung, auf denen die biometrischen Daten basieren, diese kolonialen Ansichten widerspiegeln. Also privilegierte, weiße, männliche Männer ohne Behinderung sind hier auf der einen Seite, das sind die, auf denen das basiert. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die anderen Körper sozusagen. Und das Ganze sieht man auch in der Art und Weise, wie Geflüchtetenlager als experimentelle Labore betrachtet werden. Also das spiegelt auch wiederum die pharmakologischen und medizinischen Experimente aus früheren Jahrhunderten wider, die es immer wieder gab. Bitte zur nächsten Folie. Also es gibt hier sehr viele Aspekte, die die Kolonialzeit widerspiegeln. Und man kann sehen, dass die Kolonialzeit quasi nicht mit der Unabhängigkeit endete, also der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien, sondern dass das weitergeht durch Prozesse der ethnischen Segregation, durch Prozesse der Extraktion, also Rohstoffgewinnung, das geht weiter über diese Wissensproduktionssysteme, die in bestimmten Gesellschaften generiert werden. Und diese Art der Internalisierung ist eine der fortdauerndsten Aspekte. Und
Einige dieser technologischen Praktiken, über die wir sprechen, spiegeln das eben alles wider, was wir schon aus früheren Zeiten kennen. Also wenn ich diesen Terminus Technokolonialismus nehme und nutze, dann meine ich damit nicht eine radikal neue Phase im Kolonialismus. Ich nutze das jetzt nicht als historisches Prisma, um die Gegenwart zu verstehen, sondern für mich ist es so, also ich sage, dass der Kolonialismus nie verschwunden ist. Er ist immer noch da. Die Imperien sind zwar zusammengebrochen, aber das Erbe, das Vermächtnis, die Logik dauern fort in der humanitären Arbeit, in der Technologie und so weiter. Und das sehen wir einfach heute in unseren Diskussionen hier, in unseren Debatten. Und es scheint evident zu sein, aber ich nutze den Kolonialismus nicht als Metapher. Das wäre nicht angemessen. Also angesichts der Gewalt, die mit dem Kolonialismus einhergegangen ist. Also, aber ich denke, wir brauchen den Kolonialismus als Rahmen, um zu erklären, warum diese technologischen Experimente in den Flüchtlingslagern passieren, insbesondere im globalen Süden, ohne die Zustimmung. Denn wenn man keine Alternative hat, ist das keine Zustimmung. Also hier Hilfen zu bekommen beispielsweise. Also wenn quasi die Teilnahme an dieser an der Bereitstellung der biometrischen Daten Voraussetzung dafür ist, dass man Hilfen bekommt, dann ist das quasi ja keine Entscheidung, es ist so ein Theater. Und gleichzeitig versuche ich mit diesem Terminus zu sagen, dass es nicht eben nur ein Fall von Neokolonialismus ist, denn die Technologie ist an der Schnittstelle zwischen den bürokratischen humanitären Strukturen und den existierenden Formen der Diskriminierung. Das kann zu neuen Formen der Gewalt führen. Ich denke, wir brauchen einen Terminus, der analytisch anschauen kann oder beschreiben kann, was hier passiert, als einfach nur von neokolonialen Praktiken zu sprechen. Also der Technokolonialismus versucht hier die Betonung zu verlagern zwischen der konstitutiven Rolle von Daten und den digitalen Praktiken bei der Verstärkung von Ungleichheit zwischen den MigrantInnen und den humanitären HelferInnen. Soll ich an dieser Stelle anhalten? Oder? Also ich kann noch kurz erzählen, wie das Ganze passiert, um einen kleinen Einblick zu geben. Oder ich kann auch später noch darauf zurückkommen. Na gut, machen wir das später. Vielen Dank. Thank you. Very, very. Vielen Dank. Das ist natürlich eine sehr wichtige Einführung zum Terminus und wieso und warum Sie ihn benutzen. Ich hoffe, dass Pin immer noch da ist, weil ich sie nicht sehen kann. Gut, da ist sie. Sehr schön. Also Pin, wir freuen uns, dass Sie heute hier sind als Rechtswissenschaftlerin, aber auch als intersektionelle Feministin. Und ich würde gerne diese Perspektive sehen. Wir haben ja viel darüber gesprochen, wie die Daten extrahiert werden und wie Machtbeziehungen, Machthierarchien dann sich widerspiegeln in dieser Praxis. Ich würde gerne mehr von Ihnen dazu hören. Gut, vielen herzlichen Dank zunächst einmal, dass ich hier sein darf, online. Und ich, ja, ich freue mich wirklich hier zu sein. Nur um die Frage auch kurz aufzugreifen. Also ein großer Teil der Arbeit, die ich bisher geleistet habe, konzentriert sich auf das Konzept der Intersektionalität, aber nicht nur Intersektionalität, sondern Intersektionalität aus einer datenfeministischen Perspektive. Und ich betrachte das als einen der Wege, wie wir in der Form von Co-Kreation Dinge voranbringen können und auch Ungleichheiten überwinden können und beseitigen können. Also die Idee ist grundsätzlich die Co-Kreation, also dass wir zwei verschiedene Standbeine haben. Also das eine ist die Intersektionalität und Datafeminismus und das zweite ist sowas wie die fünf Ps, Produkt, Person, Premises, Practices und so weiter. Also das ist jetzt quasi eine Annahme eines regulatorischen Prozesses aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung und der Biomedizin und der Regulierung von Medizinprodukten. Und was hier passiert ist, dass in diesem Prozess der fünf Ps, und ich denke, da gibt es viele wichtige Dinge, die wir daraus ziehen können für den Co-Kreationsprozess, also die Intersektionalität und der Datafeminismus und die entsprechende Perspektive mit Blick auf die Machtstrukturen,
ist entscheidend für das Verständnis. Und ich denke, wir alle wissen, dass die Unterdrückung an sich nicht in einem Vakuum geschieht und dass es viele verschiedene Formen von Unterdrückung gibt. Das ist die Ansicht, die wir haben, dass es eben hier eine Verbindung gibt zwischen allen. Das heißt, die Intersektionalität heißt hier, dass wir verstehen, wie die soziale Kategorisierung, Ethnie, Geschlecht, Klasse und so weiter zu überlappenden und voneinander abhängigen Diskriminierungs- und Benachteiligungssystemen führen. Und das Konzept des Data-Feminismus kommt von Catherine Ignasi und Ronald Quine, zur Wissenschaftlerin. Und da geht es nicht nur darum, dass traditionelle feministische Theorien angewandt werden, sondern feministische Theorien, die aus dem Ursprung des schwarzen Feminismus kommen, aber auch die Tatsache, dass dieser Datenfeminismus so viel mehr als nur Gender umfasst. Also in der Tat ist es so, dass der Datenfeminismus selbst sich anschaut, wie wir die traditionelle weiße, männliche, techno-heldenhafte Modelle im Bereich Big Data, Daten, Wissenschaft und künstliche Intelligenz überwinden können. Das heißt, das wird als eine Linse genutzt, um zu schauen, wie wir Machtstrukturen betrachten, insbesondere in Bezug auf Personen, die verletzlich sind, Frauen und andere wichtige Bevölkerungsgruppen. Und Catherine D'Ignazio hat ein wichtiges Interview geführt im Nightingale Journal und dort hat sie gesagt, und das möchte ich kurz vorlesen, sie sagt, man sollte Fragen wie die folgenden stellen. Wie können strukturelle Ungleichheiten die Datenprozesse beeinflussen, die datenwissenschaftlichen Prozesse, die auch im Bereich der Grenzkontrolle, Migrationskontrolle eingesetzt werden? Wie beeinflussen sie jede Phase dessen und welche Fragen werden gestellt? Also beispielsweise ein Asylbewerber oder Bewerberin oder Geflüchtete bis hin zu den Farben, die verschiedene Dinge repräsentieren. Also beispielsweise hat man hier bestimmte Farben auf den Folien. Warum benutzen wir aber diese Farben? Wissen wir, wo sie herkommen? Das kommt natürlich aus unserem Inneren. Und das ist quasi die Intentionalität, so Ignazio, die sich allgemein auf Macht konzentriert und in viele Bereiche hineindringt. Also es geht jetzt nicht nur um weiße Frauen, schwarze Frauen, akademische Forschung, indigene Gruppen, globaler Norden und Süden, sondern das sind alles Systeme, die zusammenhängen und intersektional sind. Also die Intersektionalität und Datenfeminismus könnte eine der Lösungen sein, die wir nutzen können, einsetzen können, um darüber nachzudenken, wie wir die Vorurteile des Algorithmus verringern können, wie wir die marginalisierenden Effekte und Konsequenzen von KI verringern können, die wir ja in bestimmten Bereichen einsetzen. Und ich denke, das geht letztendlich zurück darauf, dass wir die Datenwissenschaftler und die TechnikerInnen schulen, daran, wie wir ethische und gleichberechtigte Datenbasen schaffen. Also ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das ist ein Traum natürlich. Der Datenfeminismus selber hat einige Hauptprinzipien. Machtstrukturen untersuchen, Machtstrukturen angreifen, seine Emotionen mit einbinden und verkörpern und Hierarchien anschauen, den Pluralismus annehmen, den Kontext betrachten und dann diese Arbeit sichtbar machen. Und ich denke, das sind einige sehr wichtige Punkte und Prinzipien, die nicht nur innerhalb verschiedener Felder der Sozial- und Gesellschaftswissenschaften repräsentiert werden müssen, sondern auch insbesondere auch im Bereich Grenzkontrolle, Migration, Asylverfahren, bis hin zu Maschinenlernmethoden, dass wir die Forschung so gestalten und Experimente mit Blick auf Daten so gestalten und gleichzeitig darauf hinarbeiten, dass diese verbessert werden. Also ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage, Monika. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe mein Mikrofon gerade nicht in der Hand gehabt, Entschuldigung. Also vielen Dank und dafür gibt es auch einen Applaus. Vielen Dank an Sie beide. Ich denke, das gibt uns schon einen Einblick in die sehr wichtigen Konzepte Technokolonialismus und auch das Konzept des Datenfeminismus, die uns helfen können, zu dekonstruieren und zu verstehen, worüber wir jetzt gerade sprechen. Und vielleicht kommen wir jetzt zurück auf
die Frage der digitalen Souveränität und Datenschutz. Und das machen wir vielleicht ein bisschen später. Jetzt würde ich gerne von Ihnen, Michelle, hören. Michelle wird ein bisschen unsere Deutschland-Expertin sein auf diesem Panel, weil ihr Forschungsschwerpunkt eben auch Deutschland und die EU ist und eben das koloniale, imperiale Erbe im Bereich der Grenzkontrollen in der EU. Vielleicht können Sie dazu auch noch etwas sagen, das wäre großartig. Ja, natürlich. Vielen Dank auch von meiner Seite, auch an alle OrganisatorInnen dafür, dass Sie mich eingeladen haben. Das ist wirklich eine interessante Konferenz und ein interessantes Panel. Ich bin Medienwissenschaftlerin und Anthropologin und ich befasse mich mit dem kolonialen Vermächtnis und den historischen Fortführungen der digitalen Migrationskontrolle in der EU und in Deutschland. Und ich dachte, ich nutze die Gelegenheit mal, um hier speziell über Deutschland zu sprechen und unterschiedliche datengetriebene algorithmische Technologien anzusprechen, die eingesetzt werden, auch ganz besonders im Bereich der Asylverfahren in Deutschland. Also grundsätzlich ist es so, dass seit 2015, das war ja quasi der Beginn dessen, was viele als die Flüchtlingskrise bezeichnen, oder es wurde auch der lange Sommer der Migration genannt. Was wir dort sehen können, in ganz Europa, aber auch in Deutschland natürlich, ist eine Intensivierung des Grenzregimes, der Grenzkontrollen. Also es gibt mehr Einschränkungen, mehr Beschränkungen, was Asyl angeht. Und die Grenzen werden immer mehr, also werden gewalttätiger und es gibt immer mehr Sicherheitsmaßnahmen. Und es gibt eine ganze Reihe von medientechnologischen Instrumenten innerhalb des Asylverfahrens. Und einige wurden bereits angesprochen im Verlauf des Tages. Aber es gibt auch unterschiedliche biometrische Verfahren, die genutzt werden, um die Identität von Personen festzustellen, die Asyl ersuchen. Und eine, über die ich jetzt sprechen möchte und auch etwas später noch, ist eine Stimmenanalyse-Software und Dialektanalyse-Software, die sozusagen angeblich Menschen aufgrund der Sprache und wie sie sprechen, identifizieren können. Und dann gibt es natürlich noch die Expansion der Migrationsdatenbank und die Interoperabilität mit Polizeibehörden. Und eines der Dinge, die schon heute angesprochen worden sind, ist die Praxis der Extraktion von Daten aus den Smartphones der Geflüchteten. Und das ist etwas, was natürlich nicht nur in Deutschland passiert, sondern das sehen wir auch in verschiedenen anderen Ländern. Aber das funktioniert eben über eine Art Logik, dass man eben die Identität oder Nationalität einer Person feststellen kann, basierend auf den Daten, die man auf ihrem Smartphone findet. Also normalerweise sprechen wir über diese Dinge als ja, neue, innovative Instrumente in Deutschland. Da wird dann gesagt, das sind sehr effiziente und sichere Lösungen, um eine größere Anzahl von Asylverfahren durchzuführen und eben die Prozesse zu straffen. Also, dass man quasi auch weniger Voreingenommenheit im Prozess hat. Also, so wird das dargestellt. Was ich mir nun aber anschaue, ist, wie wir damit das transformieren, was wir eigentlich als politische Konzepte dahinter haben. Was heißt dazugehören? Was ist Staatsbürgerschaft? Was sind die Rechte? Was heißt es, jemanden anzuerkennen? Und was bedeutet es, auch Mensch zu sein? Und ich schaue mir sozusagen an, was sich daraufhin verändert und was gleich bleibt, wenn wir diese digitalen Technologien nutzen. Und das über einen längeren Zeitraum. Also es gibt drei Hauptpunkte, die ich gerne ansprechen würde in dieser Hinsicht. Das erste ist, dass diese Instrumente, die in Deutschland genutzt werden, innerhalb des Asylprozesses, da habe ich die Annahme getroffen, oder es wurde die Annahme getroffen, dass man Menschen anhand ihrer Daten identifizieren kann. Und das kam ja auch beim vorherigen Panel schon zur Sprache, das ist eine Art der Entmenschlichung. Und wir sehen hier die Rolle, die quasi Zeugenaussagen in einem Asylverfahren spielen, also die Aussagen der Person, diese Rolle nimmt ab. Denn die Rolle der Daten wird jetzt immer wichtiger. Also die persönlichen Aussagen werden immer weniger wichtig. Und das führt natürlich zu unterschiedlichen Gefährdungen. Also heute sprachen wir davon, dass die Technologie
schlecht ist und nicht unbedingt das macht, was sie machen soll. Oder sie macht das Falsche, also entscheidet falsch. Und das kann dazu führen, dass jemand kein Asyl gewährt wird. Und wenn man die EU-Grenzen anschaut, dann sieht man auch, dass die Technologien, die dort verwendet werden, eigentlich für die Abschreckung von Migration eingesetzt werden. Also wir sehen ja seit Jahrzehnten, dass man Migration verhindern kann, oder das wird so gesagt, indem man weniger attraktiv ist. Das funktioniert allerdings nicht. Was eigentlich passiert ist, dass die Migration einfach gefährlicher wird für die Menschen, weil sie eben gefährlichere Wege beschreiten müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Und das Zweite, was ich beschreibe, sind rassifizierte Innovationen. Und Mirka hat da bereits dazu etwas gesagt. Das ist diese Idee, diese Vorstellung, dass die Grenze quasi ein Inkubator für technologische Innovation sein könnte. Also nicht nur technologische Innovation, die dann im Bereich Grenzkontrolle genutzt wird, sondern auch technologische Innovation, die dann in anderen Bereichen genutzt werden kann. Also Sie haben ja das Beispiel schon genannt von dem Covid-19-Impfstoff. Und das ist dann die Polizeiarbeit oder das, was die Regierung häufig Management der Migration nennt. Das wird quasi zu einer Art Testfeld. Da werden neue Technologien entwickelt, aber auch neue Formen der Kontrolle, der Governance, wie wir an den Grenzen vorgehen. Und die Migration und die Grenze sind häufig eine Ausnahme. Wir haben das ja heute Morgen von Miriam gehört beim vorherigen Panel, auch in Bezug auf das KI-Gesetz, dass hier die Grenzpolizei und der Bereich Migration ausgenommen sind vom KI-Gesetz. Und eines der Beispiele, was ich mir intensiver angeschaut habe in der Forschung, sind die Datenbanken mit den Daten von MigrantInnen. Da sehen wir quasi diese Krise von 2015, aber auch gegenwärtig, wie das auch reinspielt und auch zusammenhängt mit früheren Narrativen über Migration als Krise, also in den 80er und 90er Jahren und dort auch die Polizeiarbeit. Also in Deutschland haben wir das Ausländerzentralregister beispielsweise. Das ist eine der größten Datenbanken in Deutschland, in der persönliche Informationen gespeichert werden. Aber nur von Menschen, die nach Deutschland migriert sind. Das heißt, ich habe mir jetzt viele Jahre und Jahrzehnte dieser Daten angeschaut. Und man kann letztendlich schauen, dass die Datenbank immer stärker erweitert wird. Und diese Erweiterung wurde immer mit diesen Krisen begründet und mit Notfällen begründet. Und diese Sprache des Notfalls oder der Krise kann natürlich auch verdecken, dass dort Gewalt ausgeübt wird. Das heißt, wir sprechen immer von Notfällen, von Dringlichkeiten, von Katastrophen und so weiter. Und das wird natürlich ewig fortgeführt, weil es immer wieder Krisensituationen gibt. Und mein letzter Punkt, den kann ich später auch noch weiter ausführen, ist, dass wir diese Art Kolonialität der Migrationsinfrastruktur haben. Das heißt, ich will mir anschauen, wo die Grenzen im Raum sind, aber auch in der Zeit sind. Und in der Migrationsdatenbank und in Asylprozessen können wir sehen, wie diese Grenzen erweitert werden, also in das Land hinein. Also die Menschen durchlaufen ein Asylverfahren und sind dann schon physisch in Deutschland. Aber dann wird immer noch sortiert zwischen den Menschen, die quasi mehr Schutz bedürfen oder ein Anrecht auf mehr Schutz haben als andere. Und das passiert dann tatsächlich innerhalb des Landes, also innerhalb der geografischen Grenzen des Landes. Und wir haben ja vorher auch schon gesagt, dass es diesen Fokus darauf gibt, welche Geflüchteten gut sind, welche sind vielleicht Ingenieure oder Ingenieurinnen, welche sind wertvoll im Gegensatz zu denen, die nicht wertvoll sind, vielleicht keine Ingenieurinnen oder Ingenieure sind. Und das andere, was wir gesagt haben, ist, wo ist die Grenze in Bezug auf die Zeit? Und da geht es jetzt wieder um dieses koloniale Erbe, diese koloniale Kontinuität dessen, was wir häufig als neue Technologie präsentiert bekommen, die aus dem Nichts kam. Und da kommt dann die ganze Infrastruktur ins Spiel. Die ist basiert aber auf den unterschiedlichen Erfahrungen des Kolonialismus und der Rassifizierung. Vielen herzlichen Dank.
Maybe Michelle, we can even Michelle, vielleicht bleiben wir gleich bei dir und du kannst noch detaillierter erklären. Ein Satz von Technologie und vielleicht kannst du auch sagen, wer verwendet diese Technologien, wer entwickelt die und was sind die dafür angedachten AnwenderInnen? Ja, das habe ich ja gerade angesprochen. Bundesminister für Migration und Flüchtlinge, das BAMF. 2016 hatten sie begonnen, dieser Stimmenbiometrie anzufangen. Das ist die falsche Bezeichnung. Sie bezeichnen das aber so, es ist eine Software, die kann einen Dialekt identifizieren, den jemanden verwendet. Das haben sie für arabische Dialekte verwendet. Und ich denke, nun haben sie auch begonnen, dass, ich muss das noch mal kontrollieren, ich denke, es werden hier noch weitere Sprachen derzeit hinzugefügt. Es ist also wie folgt gedacht bei einem Asylverfahren. Da nimmt man eine Probe von einem Bewerber, einer Bewerberin, also eine Sprachprobe, und dann wird es herangezogen als ein Beweismittel für die Herkunft einer Person. Das macht man nicht bei allen so, aber es gibt manchmal BewerberInnen, die haben keine Personaldokumente. Also diese Technologie ist problematisch, hohe Fehlerrate. Also wird gesagt, zwischen 15-40%, das ist so eine Art Blackbox. Man weiß gar nicht, wie da eine Schlussfolgerung getroffen wird. Und es wurde auch berichtet, dass es für Personen verwendet wird, die diese hauptarabischen Dialekten für die die Software in der Lage ist, das zu bestimmen, verwendet wird. Also es kann gar nicht klappen. Grundsätzlich gilt, also Sprachendialekt, das heranzuziehen als ein Beweis für einen Ursprung. Also ich habe sehr viele LinguistInnen interviewt im Rahmen meiner Forschungsarbeit, die in diesem Bereich tätig sind. Und sie haben mir gesagt, naja, da stützt man sich wirklich auf Behauptungen. Also Sozialisierung findet in einer Sprache statt, eine Sprache. Also man geht davon aus, eine Sprache wird sich gar nicht verändern innerhalb der Zeit. So als hätten wir wirklich einen linguistischen Reisepass, als ob das tatsächlich ein stabiles Element wäre, um Identität festzulegen. Und es wurde auch recht attraktiv für die Staaten, also eine Methode, um hier schnell zu identifizieren. Und ich würde sagen, ein Zitat hier vom Direktor, also Direktorin, die zuständig ist für sämtliche Sprachanalysen. Das stammt hier aus den Niederlanden. Die Dame, die ich zitiere, die sagt, Sprachanalyse ist eine Art von Beweis, das nicht leicht verloren geht, nicht so wie Dokumente. Also man sieht daran, Dialekt, was jemand spricht, als ob das Zugang zur Identität gibt, dieses Angeborene, also als sei es etwas, was da fest am Körper angeschraubt ist, sozusagen, weil ein Dokument verliert man leicht. Mich interessiert die Stimme, wird aufgezeichnet, der Körper wird dann letztlich Gegenstand der Polizeianalyse. Und es gibt Dinge, das bezieht sich hier auf diesen Grundgedanken, Kolonialität der Migrationsinfrastruktur. Es gibt erst einmal die Begrifflichkeit, als hätten wir einen linguistischen Pass, als also Sprache, Herkunftsort. LinguistInnen nennen das eine Sprachideologie. Kartenerfassung, also hier Grenzen entlang Sprachen, das sei hier diesem und jenem
identisch, aber dabei wird außer Acht gelassen, Dialekte, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent und im Mittleren Osten, wie sehr es gibt Grenzen. Sie sind ja alle das Ergebnis der Kolonialisierung, also willkürliche Grenzen, und das zeichnet nicht linguistische Gemeinschaften nach. Wir sagen, Sprache, hier ist sie identisch für die Nationen, die rund um die Grenze herum leben. Aber die Kolonialmächte, die diese Grenze festgelegt haben, die haben ja gar nicht geschaut, was da für Sprachgemeinschaften leben. Also es ist wieder etwas, was hier mit Kolonialisierung zu tun hat. Wir sehen überall, wie das da hier auftaucht bei dieser Technologie. Darf ich noch was hinzufügen? Ja. Zweite Sache, die mich sehr interessiert hat, als ich darüber nachgeforscht habe, nämlich zu schauen, wie können wir das in Verbindung bringen mit einer umfangreicheren Geschichte, komparative Linguistik, so wie das im frühen 20. Jahrhundert in Deutschland entwickelt wurde. In meiner Forschung habe ich mir angeschaut, hier die Klassifizierung Kolonialrissen bedingt, habe mir angeschaut, wo stammt das eigentlich alles her. Ich habe da Folgendes getan. Ich habe in einem Archiv gearbeitet, wo es sehr viele Sprachaufnahmen gibt. Das hatten LinguistInnen in Arbeitslagern aufgezeichnet. Beim Ersten Weltkrieg, also Gefangene, vor allem aus französischen und britischen Kolonien stammenden, von denen wurden Aufzeichnungen angestellt. In einem Lager, das befindet sich in Wünsdorf, hier im Süden von Berlin gelegen, da befindet sich nun ein Lager für Geflüchtete. Und jemand im Rahmen meiner Forschung hatte darüber gesprochen, hat mir davon berichtet, dass es hier diesen Standort gibt, dass das da ursprünglich im Ersten Weltkrieg ein Standort war, wo die Sprachaufzeichnungen gemacht worden sind, und jetzt sei es ein Lager für Geflüchtete. Das hat mich interessiert. Damals die LinguistInnen haben dieses Lager gesehen, aha, hier kann man Sprachaufzeichnungen vornehmen, diese Sprachproben, Dialekte aufzeichnen. Die stammten ja aus all diesen verschiedenen Kolonien, und das war für sie die Möglichkeit, hier Aufnahmen zu fertigen, ohne zu reisen, ohne sich in die Kolonien hinzubegeben, konnten also die Stimmen der Welt aufzeichnen, konnten sie direkt da aufzeichnen, empirisch. Und sehr viel Forschung wurde erstellt. LinguistInnen haben angefangen, ihre Vergleichsmethoden näher festzulegen, haben Spracharten klassifiziert, Dialekte klassifiziert. Und das haben sie verwendet, um halt phonetische Felder zu erarbeiten, es hier für weitere Kolonialprojekte zu verwenden, also Projekte des Deutschen Kaiserreichs. Und dann ein weiteres Element, da kommen wir zurück hier zu diesem ganzen Biometrischen, was Mika angesprochen hat, die anderen Leute, die in diesen Lagern geforscht haben, das waren ForscherInnen im Bereich der Anthropologie, haben die Körper vermessen, sie haben die Gesichter vermessen, die Hände, die Köpfe, haben versucht, Körperteile auszumachen, die auf eine Rasse hinweisen könnten. Das war also hier der Anfang der Biometrie. Und dann wurden Verbindungen hergestellt zur Stimme. Also das war damals auch hier so eine Art der Erfassung, der Erforschung der Rassen. Es gab diese Verbindung, die können wir da herstellen. Da gibt es einerseits also rationale Spracherkennung, so wie sie heute verwendet wird, um also eine Art zu haben, wie man zu Stimmen hört, die man untersuchen kann, die man verwenden kann. Also ein Staat, der halt so ausmachen möchte, welcher Staatsangehörigkeit Menschen angehören. Es ist nicht eine kontinuierliche Geschichte. Sehr viele Dinge haben sich zwischendurch ereignet. Ich versuche
also hier kurz einmal darauf hinzustoßen, also als eine kleine Provokation. Die Dinge, die jetzt hier aufploppen, letztendlich fußen sie auf dieser Geschichte. Das stammt aus dieser Zeit, aus dieser Kaiserzeit, was man damals an Rassenforschung vorgenommen hat. Ja, Michael, ich denke wirklich ein sehr starkes Beispiel, hier direkte Bezüge zur Geschichte, Daten, die erhoben werden von Menschen, die und auch dann dieser Gedanke, dass, was du hier auch gerade gesagt hast, eine Sprachideologie, dass es so etwas gibt, ein Dialekt, von dem man sagt, ja, das gehört einem bestimmten geografischen Raum an. Und das ist hier auch ein Brückenschlag zu dem, was wir heute Vormittag gehört haben. KI, ein System, das dann besagt, ja, das ist das, dieser Dialekt, das weist hierhin auf diese und jene Zugehörigkeit. Also halb neutral, halb objektiv. Und das ist hier wichtig in dieser Hinsicht. Das müssen wir uns gut im Hinterkopf merken, wenn wir hier von KI sprechen. KI, also subjektives Wissen kann dadurch als neutral oder objektiv vorgegeben werden. Da kommen wir mit zurück zu dir, Pin. Du hast von Datenfeminismus gesprochen. Vielleicht kommen wir darauf zurück. Vielleicht kannst du uns dahin zurückbringen, über Daten sprechen. Warum ist das für die KI so wichtig? Ich bin mir nicht sicher, ob alle hier im Raum wissen, wie KI eigentlich funktioniert. Und wie das dann eben vonstatten geht, da dieser Zusammenhang Datenerfassung und KI. Das kannst du uns bestimmt erklären. Vielen Dank. Können Sie die Folie sehen, die ich jetzt hier gerade aufgerufen habe? Ja, also hier nochmal als Stütze. Das werde ich hier erklären in Bezug auf Daten und all diese Dinge. Ganz einfach gesagt, KI-Systeme, also ich bin keine Ingenieurin, aber ich versuche ja, das so gut wie möglich hinzubekommen. Die sind geschult durch Maschinenlernen bei solchen Methoden. Algorithmen werden verwendet, um die Systeme zu trainieren. Bestimmte Aufgaben, Funktionsweisen können unabhängig optimisiert erfolgen. Bitte und Automatisierung. Das ist ein Begriff, den muss man sich hier gut merken. Auf den komme ich noch zurück. Problem lautet wie folgt. Es ist nahezu unmöglich, denke ich, Ergebnisse zu erzielen, die wirklich rein sind. Also mehrere Systeme sind aktiviert. Wenn wir ein Programm, ein System programmieren, also dann diese Objektivität gibt es da nicht, je nach dem Kontext, nach dem Rahmen. Wenn hier durch Algorithmen KI-Systeme geschult werden, dann ist es erforderlich, dass die Maschinenlernmethoden wirklich die dafür geeigneten sind und die Daten, die verwendet werden, dafür ist es unbedingt erforderlich, dass das System wirklich dadurch lernen kann. Also die müssen qualitativ hochwertig sein, repräsentativ sein und müssen inklusiv sein. Und hier komme ich zu dem Punkt zurück, den Michelle vorhin erwähnt hat. Also Kolonialisierung, da Elemente davon, die hier greifen, also sehr viel historische Ungerechtigkeit gerät hier durch hinein. Bevor ich jetzt über Algorithmen spreche, möchte ich erst etwas über Daten sagen. Also ein Verfahren hier in der KI-Fabrik ist erst einmal die A-Notation. Viele Personen sagen, dieser Datensatz ist nicht gut, hier von den Algorithmen nicht ausgewogen. Was mit den Rohdaten passiert? Wo stammen die her? Da wird es, da ist ein Einfalltor dafür, dass es nicht ausgewogen ist. Was dann verwendet wird, um die KI zu schulen, bevor die KI etwas lernen kann, müssen es von Menschen gefüttert werden. Und
Da gibt es ein gesamtes Netzwerk, ArbeiterInnen, die hinter den Maschinen stehen. Das ist so wie fahrerlose Autos. Ein Tesla, wie kann ein Tesla unterscheiden zwischen einem Fahrradfahrer, einer Fahrradfahrerin oder einer Fußgängerin? Also Daten sind da schon drin eingegeben. Hier wird identifiziert, also diese möglichen AkteurInnen können identifiziert werden, hier von jedem möglichen Blickwinkel aus. Das ist eine Arbeit, die von vielen repetitiven Handlungen abhängt. Also, und es kann Stunden dauern, bis Daten ausgewertet sind. Und also es ist hier so ein wahrer Hasenbau. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, Amazon hat diese Plattform mechanische Daten von dieser Plattform, daran bedienen sich alle weltweit für kleine Aufgaben. Und dort werden Daten, mit dem Datensatz etwas hinzugefügt, beispielsweise Bilder, die da hinterlegt werden. Und bei Maschinenlernen konnte KI dazu hingelangen, wo es heute ist. Also KI, die Fertigung dazu, ein Element dabei. IngenieurInnen, ich hoffe, es sind keine mit dabei, wenn ich das hier inkorrekt vortrage. Also es ist hier einmal die Grundarbeit, die geleistet werden muss, bevor man zu elaborierten Modellen gelangt. Also man muss so viele Daten wie möglich zusammenbekommen, möglichst preiswert, um sein Modell zu trainieren. Wenn es dann funktioniert, braucht man das nicht mehr. Aber dieser Prozess geht nicht zu Ende, denn die Prozesse entwickeln sich weiter und die Maschinenlernsysteme, klar sind sie anfällig für Fehler, wenn irgendetwas nicht repräsentativ ist unter den erfassten Daten. Das kann zu großen Konsequenzen führen, wie 2018 Uber Software in einem Testwagen wurde eine Frau überfahren, weil da hatte eine Frau ihr Fahrrad geschoben und das konnte die KI nicht richtig lesen. Also gut, KI soll ja medizinische Empfehlungen aussprechen, unheimlich viele Anwendungen und man braucht erst einmal Daten von Menschen, um das zu füttern. Wenn man darüber nachdenkt, also natürlich ist ein menschliches Element hinter all dieser künstlichen Intelligenz. Und hier ein interessanter Fakt, hat auch was mit Machtstrukturen zu tun, also Remote-Aufgaben, hier Distanz, Arbeit wird angeboten. Scale AI ist eine Fabrik, hier ein Silicon Valley Datenverkäufer. US Militär steckt dahinter. Offene KI, verschiedene milliardenschwere Unternehmen gehören hier mit zum Kundenkreis. Und das ist hier dieser Prozess der Annotation. Dann kommen wir zu den Datensätzen. Algorithmen, die trainiert werden mit menschengenerierten Daten. Das kann nur so effizient sein, wie die Daten von guter Qualität gewesen sind, mit dem es gefüttert worden ist. Wir müssen die Menschen daran erinnern. Alle AkteurInnen beim Lebenszyklus eines KI-Systems, sie müssen darauf Rücksicht nehmen. Es kann dort Fehler geben. Qualität, Vielfalt der Daten. Daten kann auch hervorgegangen sein aus Kontexten, die von Ungerechtigkeit, von Rassismus geprägt waren. In der Gesundheit, Frauen wurden lange Zeit bei der Datenerfassung ausgeschlossen und das führt zu einer Lücke, denn ursprünglich war der männliche Körper die Standardgröße für jede medizinische Untersuchung. Also gut, es ist hier, wenn ich Abfall reingebe, kommt Abfall raus. Das ist ein Grundprinzip. Also
weiter, möchte ich sagen, zu den Algorithmen. Wir sehen hier Verfahren, also einmal diese Annotation, dann das Maschinenlernen. Und nun geht es weiter. Wie erfolgt das mit der Reproduktion? Es kann hier systematische Fehler geben, die sich dann wiederholen bei den Verfahren der KI. Und es ist im Kreislauf. Also die Datensätze, darin geht es hinein, dann mangelt das an Vielfalt. Die Daten, die da verwendet werden, sind geprägt von diesen Fehlern. Und hier ein gutes Beispiel. Leider, also es ist hier schon bereits belegt worden, es hat einen Computerwissenschaftler gegeben, er hatte entdeckt, einige Algorithmen können Hunde nicht genau erkennen oder Frauen nicht genau erkennen. Man sieht Algorithmen, die sollten an und für sich keinen Vorurteil haben, aber sie sind so voreingenommen wie die Menschen, die sie ursprünglich programmiert haben. Da gibt es auch bei Netflix ein Filmchen zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann später noch einmal hier andere Aspekte erläutern. Vielen Dank. Applaus im Raum. Das war wirklich eine gute Einleitung für uns, um zu verstehen, woher die Datensätze stammen, woher dort die Fehlerquellen stammen. Ich möchte noch ein Thema ansprechen. Da haben wir vormittags schon viel drüber gesprochen. Also wenn es hier um das koloniale Erbe sprechen, hier Gesamtrahmen, Migration, dann hier die Sicherheitsfrage. Es ist interessant zu hören, es ist hier erst eine Entwicklung, die kürzlich erfolgt ist, aber es ist die stärkste Narrative, die uns vorliegt hier beim derzeitigen Stand der Migrationskontrolle. Michelle, ich würde gerne von dir noch Folgendes hören. Smarte Grenzen, dazu hast du ebenfalls geforscht und ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir diesbezüglich verstehen, wie sind sie smart? Für wen sind sie smart? Sind sie klug? Sind sie intelligent? Und diese gesamte Begrifflichkeit der Gewährleistung von Sicherheit, inwieweit hat es darauf einen Einfluss? Ich denke, wir haben hier heute schon darüber gesprochen. Aber naja, ich werde mich allgemein fassen. Wir haben diese Projekte zu intelligenten Grenzen, das wurde hier heute angeführt. Also Sicherheit, Militarisierung von Grenzen, Sicherheitsgarantie, viele Projekte mit EU-Fonds finanziert, verschiedene Technologien wurden hier zum Einsatz gebracht, um Voraussagen zu treffen zur möglichen Grenzüberschreitung und hier für eine Grenzüberwachung verschiedene Systeme zur Nachvollziehen von Entscheidungstreffen, also all dies unter dem großen Schlagwort smarte, intelligente Grenzen, also Voraussagen für die Zukunft. Diese Versprechen gibt es da erneut von Effizienz, von Optimisierung, dass es nahtlos ist, dass es optimiert ist, dass wir hier diese Technologien haben. Die EU-Kommission hat in 2013 ein Paket gehabt hier zu intelligenten Grenzen. Auch hier wurde immer gesagt, das wird beschleunigt, man kann zur EU einreisen ohne Unterbrechung. Ich weiß nicht, wer das hier heute schon erwähnt hat. Also für einige wird die Grenze nahezu unsichtbar. Das wurde hier gesagt von einer Rednerin. Für andere hingegen wird die Grenze umso sichtbarer und unüberwindbarer. Und zu diesem Paket gehörte halt auch das mit dem Erfassen von Daten, der Kampf, hier das, was bezeichnet wird als illegale Immigration. Also Diskriminierung der Grenzen ergibt sich daraus. Und wir haben das hier heute gelernt. Es sollten weniger invasiv sein, sie sollten weniger diskriminierend sein, effizienter sein. Aber genau das Gegenteil tritt ein.
Datenschutz wird weniger garantiert und wir haben zudem auch diese Blackbox. Man weiß gar nicht, wie da Entscheidungen zustande kommen. Der Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, ich denke, das alles gehört mit. Ja, neu zu diesem breiteren Bild, diese Ideologie, die dahinter steht, hinter dieser Vorstellung, intelligente Grenzen, ja, dieses Setzen auf technologische Lösungen seitens unserer Regierungen geschieht das und seitens der Unternehmen, die diese Technologien verkaufen. Und das hier hat mit politischen Themen zu tun. Miriam hat das auch heute Vormittag gesagt. Mobilität und Genozid, Klimakatastrophe, damit einhergehende Migrationsbewegungen, all diese Probleme sollen nunmehr gelöst werden durch Berechnungen, die hier erfolgen durch intelligente Grenzen. Und dabei ignorieren wir, dass es diese inhärenten Ungerechtigkeiten gibt, also die den Grenzen eigen sind. Und wir müssen darüber hinausgehen, das habe ich heute auch getan, nicht nur einfach fragen, sind die Grenzen tatsächlich intelligent? Eine KI, ist sie tatsächlich so klug, wie sie es vorgibt zu sein, wie sie es uns verspricht? Man muss auch darüber hinausgehen, nicht nur die technische Funktionalität betrachten, sonst gibt es halt dieses Risiko, wenn man sich hier nur auf diese Techniklösung, die uns da verkauft werden, konzentriert, dann gibt es da auch diese Idee, naja, vielleicht gibt es tatsächlich eine technologische Lösung, damit kann man Grenzen festsetzen und dann depolitisieren wir das letztlich, dass Grenzen doch komplizenhaft sind gegenüber den Systemen, die sie einsetzen. Und ich denke, also wenn ich das hier so vortrage, möchte ich sagen, dass wenn man sich nur auf diese neue technologischen Instrumente konzentriert, dann blenden wir aus, was dahinter für Funktionen stehen, alles, was es schon gegeben hat, bevor wir diese Instrumente hatten. Und deswegen haben wir ja auch hier heute diese Konferenz und innerhalb der Konferenz dieses Panel hier, um halt hier das in den Kontext zurückzusetzen. Wir versuchen halt die Technologien ja in ihren historischen Kontext zurückzubringen, um uns zu klar zu machen, was denn dahinter für Bewegungen stehen und was wird damit bewerkstelligt und wo sind denn da Zusammenhänge mit der Geschichte der Kolonialisierung aufzuspüren. Also noch eins möchte ich hinzufügen. Ich denke, das ist hier auch ein Vorschlag. Man soll sich klar machen, das ist hier nur eine Möglichkeit. Gegenwart, Zukunft. Wie so werden Grenzen aussehen. Jetzt hier ist es gerade diese Phase, in der wir uns befinden. Mein Chef und sein Kollege Robert Mitchell haben das ein Mandat zum Thema Smartness genannt. Unsere Häuser, unsere Städte, nun auch die Grenzen, alle haben sich anzupassen dieser Logik, dieses smarten Elements. Also alle diese sollen diese Optimierung vollziehen. Aber das ist ja nur eine Version der Welt, in der wir leben. Es könnte ja auch andere mögliche Zukünfte geben, wo wir keine Grenzen haben, wo Gerechtigkeit wahrgenommen wird in einer Welt ohne Grenzen. Und ich denke, hier diese historische Bewegung, dass man Acht gibt auf Kontinuität, das macht es uns möglich, dass wir nicht hier immer nur um das Neue reden, um diesen Ansatz hin, dass man stets neue technologische Lösungen hat, dass man etwas anders drauf schaut. Vielen Dank. Sehr wichtig für uns, das zu verstehen, die Begrifflichkeiten, Grenzen an und für sich, Grenzen
unter Polizeischutz, wer darf sie übertreten, wer nicht, wer stammt aus dem Kolonialismus, wie du es gesagt hast. Klar, wenn man Abfall hineintut, kommt nur Abfall heraus, also eine Lösung zu erhoffen. Das ist hier eher eine Vision, nicht das, was wir hier derzeit haben. Ein Beispiel, wie Daten heutzutage gesammelt werden, recht brutal im Grunde und dann auch verwendet werden. Also das passt hier zu dem, was Pin dargelegt hat, wie Daten gesammelt werden und dann auf unlautere Art und Weise verwendet werden. Auch hier, was hier du gesagt hast über Erfassen von Daten in Lagern von Geflüchteten, auch hier, inwieweit das ein Mittel tatsächlich zur Kontrolle ist oder ein Mittel für Geflüchtete ist, dass sie damit ihre Rechte verteidigen können. Vielen Dank. Wie schon gesagt, Biometrik, das ist hier gerade die Haupttechnologie, die verwendet wird, hier bei der Überwachung von Ströme von Geflüchteten, wenn sie in Kontakt treten mit den Vereinten Nationen. Es gibt Anwendungen, die sehr gewöhnlich sind. Über die gewöhnlichste Art der Anwendung möchte ich sprechen. Technologien, wie Cash verteilt wird. Sicherlich wissen Sie, haben Sie davon gehört, dass es eine Bewegung gibt, dass die Bedürftigen eher Cash bekommen sollen. Ansonsten Hilfe zu geben, das sei zu paternalistisch. Hilfe, die virtuell erteilt wird. Also in verschiedenen Lagern im Mittleren Osten und auch in der Ukraine konnte man das beobachten. Man kann zu einem Lebensmittelladen gehen, zu einem Geschäft. Also wenn man halt die Bewilligung erhalten hat im System und dann muss man nur seinen Ausweis scannen lassen, statt Bargeld vorzulegen. Über Blockchain-Technologie wird dann eine Geldsumme für das, was man eingekauft hat, dem Händler, der Händlerin überwiesen. Das wird gefördert als eine Art, eine Digital Wallet, ein digitales Portemonnaie, das zur Verfügung gestellt wird. Und damit hätten die Geflüchteten einen anderen Zugang zu ihrer Selbstständigkeit. Aber es gibt hier Fehler in dem System. Shell hat es hier schon angesprochen, auch heute Vormittag sprach das. Also es ist nicht die perfekte Identifikationstechnologie, biometrische Daten. Also es wird hier privilegiert, weiße Personen und so weiter, eine hohe Fehlerrate. Wenn es einen Fehler gibt und wenn man in extremer Prekarität sich befindet, dann können die Folgen fatal sein. Also es gibt diese praktischen Themen, man erhält seine Hilfsleistungen nicht und dann ist es diese Gewalt, dass man jemand ist, den man gar nicht ist, dass es eine falsche Identifizierung ist, also symbolisch eine Beeinträchtigung. Und dann hier diese, dass Körper, die hier für die Modellerstellung verwendet worden sind, dass hier das ursprüngliche Modell ein weißer Körper gewesen ist und daraus ergeben sich Fehler. Ein weiteres Element der Kontrolle spielt hier eine Rolle. Es wurde eingeführt, um von dem paternalistischen System sich hin
wegzubewegen, was hier den Geflüchteten vorgibt, was sie brauchen. Aber wir kommen nun zurück zu diesem System. Lebensmittelläden, es sind jetzt vielleicht nicht vollgefüllte Supermärkte, da gibt es nur Reis, Brot, aber man wird kontrolliert. Also man hat nicht einfach eine Genehmigung, kann dann, egal was man möchte, in dem Laden kaufen, kann irgendwas Secondhand kaufen. Nein, man muss es an diesen vordefinierten Orten, in den vordefinierten Läden kaufen. Also so werden die Bewegungen kontrolliert. Das ist ganz unvermeidbar. Das ist diese andere Dimension. Und natürlich hat es auch mit Kolonialismus zu tun. Also hier handeln, Geld, das wird ja auferlegt, Kulturen, die all diese Dinge vielleicht ganz anders interpretieren würden, einen ganz anderen Ansatz dafür haben. Das ist hier eine weitere Dimension. Es gibt hier Berichte für Geflüchtete, empfinden das als eine Invasion in ihren Körper. Auch hier koloniale Genealogie, wenn man sich das anschaut. Also in Südafrika, Biometrik im 20. Jahrhundert, da wird berichtet, dass sie das Gefühl hatten, dass man sie durch Fingerabdrücke wirklich angreift. Und Margit Cheeseman hat hier eine wichtige Forschungsarbeit zugeleistet. Es wurde als ein Eingriff in den Körper empfunden, invasiv. Also diskriminatorische Aspekte diesbezüglich sind das eine. Und dann diese ganze Sicherheitsdebatte, da ist noch ein weiteres Element wichtig. Die Unternehmen, die diese Tools anbieten, das sind auch die, die in den Flughäfen die Technik anbieten. Also diese Systeme, die auch Interoperabilität haben. Man kann das eine System kaufen, und dann wissen wir nicht genau, welches System mit welchem in Interoperabilität treten kann. Aber es gibt Systeme, die dann miteinander ineinander greifen können. Und daraus ergibt sich erneut eine Verletzbarkeit. Also wenn es da einen Austausch geben kann, dann kann dadurch sehr vulnerablen Gruppen Schaden zugefügt werden. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du das erwähnt hast. Die EU investiert ja viele Milliarden Euro in die Erforschung davon. Und dann werden die Datensets an andere Institutionen oder Unternehmen weiterverkauft, die bestimmte Werkzeuge entwickeln. Ich würde jetzt gerne über etwas Positiveres zu sprechen kommen. Ich würde gerne Lynn fragen dazu. Wir haben heute Morgen über die rechtlichen Rahmenbedingungen auf EU-Ebene gesprochen. Aber es gibt ja auch Menschenrechte und KI. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt eine Regelung des Europäischen Rats, das ist eine Institution, die nichts mit der EU zu tun hat. Es gibt dort Mitgliedstaaten wie beispielsweise die Türkei, auch Russland war Teil des Rats und es wird jetzt an einer Regulierung gearbeitet zu KI und Menschenrechten. Die Länder können dann sich diesem Rahmen unterzeichnen. Und vielleicht haben Sie auch von der Istanbul-Konvention gehört. Diese Konvention ist eine andere Menschenrechtskonvention,
oder die Europäische Menschenrechtskonvention, die kommen aus diesem Europarat. Es ist eine wichtige Institution. Auch dieser neue Rahmen wird jetzt entwickelt. Und ich weiß, dass PIN diesen Mechanismus beleuchtet hat. Und ich möchte wissen, ist es ein progressiverer Rahmen? Natürlich gibt es da Ausnahmen, wie immer, für die nationale Sicherheit. Aber ich würde gerne von dir hören, wie das in unser Thema reinpasst. I have good news for you. Ja, ich habe gute Nachrichten. Das würde ich gerne sagen. Ich bin trotzdem kritisch, aber lasst uns darüber reden. Heute haben wir über KI in der Europäischen Union gesprochen. Ich persönlich bin sehr kritisch, was den AI Act angeht und den Schutz der Grundrechte, weil ich finde, dass das Risiko der Grundrechte nicht messbar ist. Die Regelung ist nicht transparent genug. Zudem denke ich persönlich, dass die Kritik immer noch anwendbar ist, dass die Verhandlungen für die Menschenrechte unter dem Europarat stattfinden und nicht innerhalb der EU. Es gibt einen gewissen Optimismus in Bezug auf dieses neue Werkzeug des Europarats und den Schutz der Grundrechte, das es versucht abzudecken. Das ist viel weiter als das, was die EU bietet. Die EU, da geht es um Markt und Marktabsicherung, das ist der große Unterschied. Das ist ein internationaler Vertrag und es ist natürlich nicht wie eine EU-Regelung. Dafür schützt es die Menschenrechte, um als Rahmen zu gelten, muss es auf internationaler Ebene aligniert sein. Das heißt, die Grundrechte werden weiter verstärkt geschützt im Zusammenhang mit dem EU AI Act. Es geht um Nichtdiskriminierung, Datenschutz, Sicherheit, Befragung und so weiter und so fort. Vor ein paar Monaten kam schon die Erstversion und einige von uns waren wirklich sehr erfreut und motiviert wegen des Schutzes der Menschenrechte, der vorgesehen war. Es geht darum, Menschenrechte zu schützen und das gibt uns natürlich mehr Sicherheit als andere Mechanismen, die von der EU vorgeschlagen werden. Also zurück zum Übereinkommen des Europarats. Leider gibt es immer noch Lagunen, bestimmte Dinge, die ausgeschlossen werden, auch wie der EU AI Act, da wird die nationale Sicherheit ausgeklammert und den nationale Schutz. Und diese Ausnahmen sind meiner Meinung nach ziemlich weit gefasst. Es wird nicht wirklich erklärt, wie das anwendbar ist, wie das anzuwenden ist. Und damit kann vieles unterminiert werden. Es kann zu Experimenten führen, es kann zu bestimmten Grenzschutz und bestimmter Überwachung kommen an den Grenzen. Und das war die Kritik beim EU AI Act, genauso wie in diesem Fall. Das Übereinkommen erfordert
Compliance und Berichte über Compliance, aber es hat keinen Mechanismus zur wirklichen Umsetzung. Wenn es also keine Rechenschaftspflicht gibt, dann ist das Instrument limitiert. Welche Wiedergutmachungen gibt es, wenn die Menschenrechte verletzt werden? Das wird auch nicht spezifiziert. Es ist alles also sehr vage. Es fehlt die konkrete Ausarbeitung. Zudem, weitere Kritik. Die Redaktion war hinter verschlossenen Türen. Das heißt, es gab keine offene Teilhabe der Zivilgesellschaft. Das war nicht möglich. Zudem wurde kritisiert, dass private Akteure nicht daran teilnehmen könnten. Das heißt, es sind die Mitglieder, die bestimmen müssen, was bei der Nutzung von KI von privaten Akteuren passiert. Also, es gibt etwas Hoffnung. Ich glaube, dass dieses Übereinkommen einen Grundpfeiler setzen wird. Und wie erwartet, dass die europäischen Menschenrechte sich davon leiten lassen werden, inspirieren lassen werden. Ich denke also, es gibt da eine gegenseitige Befruchtung. Das europäische Menschenrechtsübereinkommen im Artikel in der Charta der Europäischen Charta der Menschenrechte im Artikel 52 gibt es bestimmte Bestimmungen. Das heißt, es werden Effekte geben vom EU AI Act und von dem Übereinkommen des Europarats. Und das gibt uns eine etwas positive Kraft und Hoffnung für die Zukunft. Vielen Dank. Sicherheitslücken wurden benannt in diesem System. Wir kommen hier zu Folgendem zurück. Wir müssen ein alternatives Narrativ entwickeln zum Thema Migration. Das muss sofort geschehen. Michelle, ich glaube, du denkst auch über alternative Narrative nach zum Thema Mobilität. Vielleicht kannst du uns einige Denkanstöße geben. Wo kann die Reise hingehen? Bitte, wir hoffen hier auf Inspiration von deiner Seite, bevor wir hier dieses Panel schließen und die Konferenz für heute beenden. Ja, ich denke, ich habe es schon gesagt, alle meine positiven Dinge, die ich habe einbringen können, habe ich eingebracht. Ich denke, hier das Gespräch über Geschichte, Kolonialismus, Kontinuität, das spielt schon seine Rolle, kann uns aufzeigen, wie wir eine andere Gegenwart, eine andere Zukunft entwerfen können, woanders stehen können, als wo wir heute stehen. Also die Zukunft kann aber auch ganz anders sein, die Gegenwart kann aber auch ganz anders sein. Das wollte ich hier zum Ausdruck bringen, hier bei meiner Kritik, der Kritik an und für sich, die wir heute ausüben an intelligenten Grenzen. Das andere ist Folgendes. Ich denke, Medien, Technologien, alles, was wir heute angesprochen haben. Also es gibt ja diesen Kampf, Mobilität, Smartphone ist ein sehr grundlegendes Beispiel dafür, eine sehr zweideutige Technologie. Miriam hat das heute Vormittag erwähnt. Es gibt hier eine weitere Ressource, Brot für die Welt hat online ein Dossier bereitgestellt, Anwendung
von Smartphone durch Personen in Migration. Man sieht, es ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist es hier eine Infrastruktur. Man kann Fluchtwege damit untersuchen. Und zudem es ist ein wichtiges Kommunikationstool, das wir alle verwenden. Und dann ist es aber auch das Ziel. Also die staatliche Überwachung kann sich daran ausüben. Da gibt es eben diese Praktiken, Smartphone-Daten bei Asylverfahren mit auszuwerten. Ich denke, wenn wir hier diese Perspektive annehmen, dass der Kampf Erfolg zu tun hat, festgemacht an dieser Technologie, also wenn man es, wie man es noch nennen mag, Arten des Widerstands, Art des Einforderns. Wir verwenden alle diese Technologie zu jeder Zeit. Ich habe darüber nachgedacht, also auch was Katharina da im vorangegangenen Panel zu gesagt hat, darüber habe ich nachgedacht, diese Art von Arten und Weisen, wie wir alle letztlich mit dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden von den Dingen, die wir möglich machen. Aimé César hat schon vor vielen Jahrzehnten das beschrieben, in den 50er Jahren. Das war der sogenannte Bumerang-Effekt in seiner Literatur. Techniken der Beherrschung, der Dominierung, also was die Kolonialmächte in den Kolonien verwendet haben, das wird sich dann gegen die Zivilgesellschaft in den Metropolen dieser Kolonialmächte ausüben. Also man muss sehen, geteilte Verantwortung, geteiltes in Mitleidenschaft gezogen werden. Also diese Überwachungstechniken kommen zu uns zurück. Das ist vielleicht auch eine andere Art, wie man das Ganze andenken kann. Ein anderes Narrativ. Dankeschön, Mirka. Vielleicht kannst du auch etwas hinzufügen. Kannst du uns noch etwas sagen? Communities, mit denen du zusammengearbeitet hast, die du interviewt hast. Also wie leisten sie Widerstand zu diesen Kontrollmechanismen? Noch einmal also etwas dazu sagen, was du uns schon beschrieben hast, dass es nicht etwas ist, was den Personen auferlegt wird, sondern dass sie auch zugleich nutzen. Also Technokolonialismus ist natürlich an und für sich streitig. Es ist von Machtstrukturen durchwoben. Und hier, was bei uns Thema ist, Widerstand ist nicht das Teil der Schwierigkeiten. Es gibt Widerstand, aber es wird nicht häufig als ein solcher erkannt. Denn es findet jenseits des Radars statt. Es kommt zum Ausdruck mit kleinen Handlungen. Wenn wir schreiben über Widerstand, also es wird hier eine bestimmte Art resistent bevorzugt, aber Menschen, die in autoritären Regimes sind, Widerstand zu haben, Widerstand sich zu erlauben, ist für sie häufig zu kostspielig, auch in den Lagern von Geflüchteten, wenn man Hilfe nur erhält unter bestimmten Voraussetzungen. Damit gehen natürlich Zwänge einher. Und dieses westliche Verständnis von Widerstand sollten wir vielleicht ablegen und uns die kleinen Handlungen anschauen, von der Seite der Geflüchteten aus betrachtet, wohin Widerstand zum Ausdruck kommen kann, zum Beispiel Weigerung. Etwas, was auffällt, ist, dass viele dieser Innovationen, Apps, Chatbox für Geflüchtete, damit man mit Geflüchteten kommunizieren kann, Gesundheitsdienstleistungen, das wird nicht unbedingt verwendet. Es gibt tausende Varianten dieser Apps. Die Leute bringen klar zum Ausdruck, sie nutzen das lieber nicht. Das ist ein nicht unbedingt sichtbares Beispiel für Widerstand, aber es sagt doch sehr viel aus.
dass sie klar sagen, nein, das ist nichts, was wirklich für uns gedacht ist. Und es gibt auch Beispiele für Technologien, die auf unerwartete Art und Weise angeboten wird, um zum Beispiel zu dokumentieren, wo Missbrauch stattfindet in Bezug auf Menschenrechte. Ein Beispiel hierzu, die sind auch der Universität in London angegliedert und sie leisten einen großartigen Beitrag, wenn es darum geht, Fälle zu dokumentieren. Und wir sehen halt hier dieses ganze digitale Zeugnis ablegen. Dabei wird Technologie verwendet. Das kann ermunternd sein. Auch meinen StudentInnen gegenüber sage ich das. Eine meiner Studentinnen hat zwischen Thailand und Myanmar an der Grenze geforscht und hat Geflüchteten zusammengearbeitet, die haben auch eine App verwendet und darüber Geschichten gespeichert. Und das waren Geschichten der Hoffnung. Also solange es möglich ist, eine Gesundheits-App abzulehnen. Man kann, das ist möglich nach wie vor, eine unnütze App abzulehnen. Aber zum Beispiel biometrische Daten abzugeben, das kann man nicht ablehnen, wenn man nur auf diese Art und Weise medizinische Unterstützung erhält. Also es wird hier an Bedingungen geknüpft, sonst bekommt man keinerlei Grundrechte, keinerlei Grundschutz. Und das müssen wir uns bewusst machen, dass es hier diese Grenzen gibt, die auferlegt sind. Vielen Dank. Auch danke, dass du uns daran erinnerst, dass es eine Technik ist, die auch leicht für uns und gegen uns verwendet werden kann. Letzte Frage an Pin. Auch dich möchte ich auffordern, an Fragen zu denken, die man stellen könnte. Also wir haben mit 15 Minuten Verspätung angefangen, somit haben wir noch mehr Zeit hier am Ende, die wir hinzufügen können. Und auch das Publikum möchte ich auffordern, Fragen sich zu überlegen, hier an unsere ReferentInnen. Pin, du hattest schon angefangen, Data-Feminismus zu beschreiben. Ich würde gerne mehr noch von dir hören zu diesem Thema, zukünftige Anwendungen der KI, all dies auf eine visionärere Art und Weise. Ja, vielen Dank. Was ich also meine, Co-Kreation, das ist hier ein wichtiger Hebel, wie man sich voranbewegen kann. Ich habe über Intersektionalität gesprochen und dann gibt es den weiteren Aspekt, Rahmenwerk, das EU-KI-Gesetz, das haben wir angesprochen. Wir müssen über Möglichkeiten nachdenken. Wo kann effizient in praktischen Dimensionen Unterstützung geleistet werden? Ich habe noch hier einen Begriff vermisst, die digitale Souveränität, Kontrolle von Daten, Software, Standards, Protokolle. Natürlich, ich glaube, es wurde schon erwähnt, die EU-Grenze ist digitalisiert worden und die EU selbst ist hier für die digitale Souveränität, Kontrolle, Software Aspekte werden genutzt, um MigrantInnen zu kontrollieren. Diese digitale Souveränität. Wie können wir das herunterbrechen auf die individuelle Ebene? Hier diese MigrantInnen, die abhängig sind von Dienstleistungen, deren Privatschutz nicht gewährleistet ist, wenn Organisationen ihre Daten sammeln, biometrische Daten sammeln, und das dann doch missbraucht wird zur Überwachung. Diese digitale Souveränität, wir sollen wir
diese an Sie zurückgeben. Und eine Idee, die ich dazu habe, recht radikal, nicht unbedingt umsetzbar, das ist die selbstsouveräne Identität. Das wird in der virtuellen Welt jetzt schon verwendet. In meiner Forschung wird das erforscht bei Blockchain-Technik, bei virtueller Realität. Also identifiziert wird dezentralisiert und soll marginalisierten Gruppen, auch Gruppen von MigrantInnen und Geflüchteten, die Möglichkeit geben, sich der Kontrolle zu entziehen. Sie haben Selbstkontrolle über ihre Daten, über Informationen, über die Mechanismen, die sie nutzen, um Informationen auszutauschen. Auch hier stellt sich die Frage der Neutralität, der Fähigkeiten, aber das ist auch wieder sehr kolonial betrachtet. Wir können ja nicht sagen, dass die Geflüchteten nicht in der Lage sind, mit ihren eigenen Daten umzugehen. Das ist sehr kolonialhaft gedacht, also Selbstsouveränität über diese Daten, das ist wichtig. Und diese Selbstsouveränität, indem wir ihnen hier auch wiederum die Möglichkeit verschaffen, sich selbst zu helfen. Also hier werden diese Prozesse angestoßen und man geht hinaus über das Rahmenwerk. Es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie man klug überwacht in Bezug auf Daten. Es hat Vorschläge gegeben, die waren zum Teil fantastisch. Arten von Datensätze sollte man identifizieren. Hier, das sind vertrauenswürdige Daten, also ein Datenpool, da sind potenziell sämtliche Daten drin und dann sind 2, 3 Quellen auszumachen, die sind nicht zuverlässig. Also so eine Bewertung, wie zuverlässig sind die? Also stets je nach Aktion auszuwerten, die Daten, wie zuverlässig sind die, alles hier nach Kriterien der Transparenz, Reversibilität und hier die DSGVO und EU-KI-Gesetz. Es wäre auch erforderlich, dass man Kindern einen Umgang damit beibringt und die AkteurInnen selbst sollen in die Verantwortung gezogen werden, dass sie selbst überprüfen, ob es in der frühen Phase des Einsatzes von Datenerfassung für KI Fehler gegeben hat. Vielen Dank. Gibt es Fragen hier im Raum? Gibt es jemanden? Ich weiß, ein langer Tag liegt hinter uns. Vielleicht sind alle Fragen bereits gestellt worden. Kommentare eventuell im Raum. Leider Kommentare von Online-Teilnehmenden. 150 Personen haben uns online vormittags zugehört. Sie können leider keine Kommentare abgeben, können auch nicht mit uns Kaffee trinken und keine Kekse mit uns essen in wenigen Minuten. Gut, wenn niemand eine Frage hat. Nein, es ist nicht der Fall. Doch, da ist noch eine Frage. Ja, wir brauchen erst einmal eine Frage, die die Eisbrecherfunktion übernimmt. Dann gibt es bestimmt noch andere Fragen. Ich wollte etwas anmerken. Ist nicht eine Frage. Vielen Dank für alle Beiträge. War sehr interessant. Vielen Dank an PIN, die darauf hingewiesen hat, wie viel menschliche Arbeit hinter KI steht. Denn wir haben hier auch Fälle der Verlagerung dieser Arbeit. Die Unternehmen verlagern diese schwere Arbeiten des Scans, des Erfassens von Daten, des Analysieren von Daten, also unter auch Verwendung im pornografischen Bereich. Die Personen werden missbraucht. Von Kenia haben wir das gehört, auch bei offener KI. Ich wollte nur hinzufügen, denn es ist hier ein weiteres Beispiel dieser Kolonialität, die es nach wie vor gibt.
also eine ethische KI. Personen sollten nicht für 2 Euro die Stunde arbeiten müssen. Das wollte ich hier noch hinzufügen, dass das hier wichtig wäre. Wichtiger Kommentar, stimmt. Vielleicht möchtest du darauf reagieren. Ja, ich möchte nur sagen, ich bin vollkommen mit dir einer Meinung diesbezüglich. Und morgen findet eine andere Konferenz statt. Und es ist genau dieses Thema, über das ich hier gesprochen habe. Diese andere Konferenz, da geht es auch um Content-Kontrolle, Content. Anleitung, also Gesundheit, Schutz für menschliche ModeratorInnen in der virtuellen Realität, überall, wo es um Datensätze geht, die dort mitarbeiten, arbeiten in großer Armut, haben keinen Zugang zu Geld und vor allem für die mentale Gesundheit gibt es Auswirkungen. Vielen Dank, dass du diesen Punkt erwähnt hast, denn du hast ganz recht, es ist ein sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank. Das war die Reaktion darauf. Und hier vorne gab es noch 2 Fragen. Ich wollte nur hinzufügen, du hast recht, diese Arbeit wird ganz typisch ausgelagert. Auch das Risiko wird diesbezüglich ausgelagert. Denn das ist ein schwerer Job. Also in halt Umgang mit dem Inhalt. Es sind viele Versuche unternommen worden durch Tech-Unternehmen, um solche Arbeit Geflüchteten anzubieten in Camps. Halt, hat ihnen gesagt, da könnten sie gut was bei lernen, sich selbst schulen und könnten sie sich in die Industrie einbringen und das gegen eine sehr niedrige Bezahlung. Aber die UN-Agenturen haben sie Gott sei Dank nicht zugelassen, weil das schon als fragwürdig eingestuft worden ist. Also auch hier sind die Geflüchteten eine vulnerable Gruppe, die man gerne anspricht für diese Art von Arbeiten. Mikro, vielen Dank. Hier ist es ein gelbes Mikrofon. Vielen Dank, dass hier ihr euer Wissen geteilt habt und auch bin. Vielen Dank für deine interessanten Beispiele. Ich habe eine Frage über die Zuverlässigkeit und Rechenschaftsverpflichtung. Ich denke und denke noch gerade darüber nach, was wir heute gehört haben. Es gibt Leute, die haben Ideen, wie kann man diese Technologien entwickeln. Es gibt Unternehmen, die entwickeln, produzieren diese Technologie. Es gibt Personen, die kaufen diese Technik von den Unternehmen. Also es ist so eine gesamte lange Kette. Und die Technik hat da so verschiedene Haltepunkte, wird eingesetzt, wenn da etwas schiefläuft. Also EU-Rat, das Abkommen wird hoffentlich die menschenrechtlichen Aspekte mit berücksichtigen, die Akteure, die Unternehmen, wie können wir sie zur Rechenschaft ziehen? Vielleicht hören wir uns noch an, welche Frage Ines stellen möchte. Es geht etwas in eine andere Richtung. Vielleicht sollte erst diese Frage hier beantwortet werden. Ich weiß nicht, ob ich damit die Frage beantworte, aber ich muss dabei an Folgendes denken. Und zwar erneut, ich denke insgesamt, Hauptthema hier, dieses ganzen Thema Intelligenz, künstliche Intelligenz, Rechenschaft, all das, es ist so wie Auflösung. Wer ist jetzt eigentlich zuständig? Wer hat die Rechenschaftspflicht? Hier bei diesen Asylfällen in Deutschland, da in Bezug auf die Smartphones, da habe ich jemanden interviewt. Da war jemand, ein Rechtsberater,
für Asylsuchende während ihrer Verfahren. Das war eine Frau. Sie sagte, sie hätte nicht wirklich bei getroffenen Beschlüssen nachvollziehen können, dass es da irgendwie einen offiziellen Bezug gegeben hätte zu den Daten, die auf den Telefonen gefunden worden sind. Aber sie hat bemerkt, dass die Art der Fragestellung sich verändert hat. Andere Fragen wurden gestellt als früher. Also sie können indirekt diese Fragestellung verwenden und indirekt Einfluss nehmen auf den Ausgang des Asylverfahrens. Hier wiederum dieser Punkt, dass die Technologie eine Art Blackbox ist und Berufung einzulegen gegen eine Entscheidung, wenn man dann letztlich nicht schwarz auf weiß irgendwas auf dem Papier geschrieben vor sich zu liegen hat. Ich denke, ja, also das wollte ich hier nur noch hinzufügen, dass es hier so ein bisschen diese Verwässerung gibt, dass dieses Konzept der Rechenschaftspflicht verwässert worden ist. Ja, diese Lieferkettenrechenschaft, das ist verwässert. Bürokratie allgemein hat das eigentlich, aber Prozesse von Automatisierung insgesamt, stellt man es fest, und Privatunternehmen, die hier bei solchen humanitären Eingriffen mit hinzugezogen werden. Sie müssten natürlich eigentlich auch humanitäre Prinzipien akzeptieren, dass man nicht verletzen soll und so weiter. Aber sie haben eher Grundprinzipien wie Profit schlagen zu wollen, dass sie ihren Marktanteil vergrößern wollen. Also es gibt ja einen grundlegenden Konflikt. Diejenigen, die Hilfsdienstleistungen erbringen, die Organisation, die Hilfsorganisation, das ist bei uns ist klar, bei den anderen Unternehmen, die sind natürlich nicht über die Prinzipien einig. Und wenn die humanitären Organisationen beispielsweise eine Infrastruktur wie WhatsApp nutzen, um ein Feedback zu erteilen, dann erben sie die Probleme, die damit einhergehen, wenn man da solche Unternehmen hat wie Meta, die dort Daten missbräuchlich verwenden. Also diese Partnerschaften mit Privatunternehmen, also zwischen Privatunternehmen und NROs, das ist durchaus auch problembehaftet. Es kann zu Spannungen führen. Diese Organisationen, für was eigentlich stehen sie? Da gibt es so ein Aufeinanderprallen verschiedener Ideen. Das ist noch ein wichtiges Ergebnis. Nun, Ines, noch zur letzten Wortäußerung. Ja, vielleicht eher ein Kommentar. Ich möchte Pin Lee danken für die Empfehlung, für die Ermunterung hier zum Thema Datensouveränität. Arbeit im Sinne der Menschenrechte. Ich denke auch, das ist bisher nicht so beliebt, nicht genügend Mainstream. Also ich hier mit als ein Teil des Problems. Es ist sehr wichtig, hier weiterhin zu ermuntern und eine weitere größere Voraussetzung wäre das, um weiterhin hier positiv in diesem Bereich Einfluss nehmen zu können. Vielen Dank an alle, vielen Dank an Pinlin, Mirsha, Mirka. Ich denke wirklich, viele nutzvolle Denkanstöße. Bleibt ruhig noch alle hier. Es gibt hier Namensschilder. Die RednerInnen sind noch hier im Saal und bestimmt gerne bereit, noch auf Fragen zu antworten und freuen sich sicherlich auch auf Feedback. Und ja, bevor wir alle hier nur für die Sachkunde applaudieren, möchte ich Monika danken. Bitte um Applaus für sie, dass sie zum dritten Mal hier mit uns zusammen war. Und ich hoffe, dass sie uns noch in der Zukunft weitere Male begleiten wird. Ein herzliches Dankeschön.